Steht dir ausgezeichnet, das Outfit. Willst du runter zum Strand? Dann mal los. Und zwar mit Stil. Oh! Narret? Was meinst du? Also Tifa, du wirkst geschmeidig wie ein Delfin. Und Aeris, so verspielt wie eine Kreiselschnecke. Soll das ein Lob sein? Eure Schönheitsideale sind mir leider nicht vertraut. Total ja. Ihr scheint euch hier ja direkt so richtig zu Hause zu fühlen. Was? Da wären wir! Cloud, alles klar? Ja, schon. Ist nur wegen der Sonne. Passt auf, so ein Sonnenbrand ist unangenehm. Musst du gerade sagen. Los, zieht Leine. Los, zieht euch. Oh, sieh an, wen man nicht so alles trifft. Ah, keine Angst, heute will ich nichts von Aeris. Es sei denn, du möchtest mir freiwillig assistieren, da wäre ich höchst erfreut. Ganz bestimmt nicht. Ach so. Naja, egal. So oder so erwartet euch gleich ein grandioses Spektakel. Vielleicht mit dir in der Hauptrolle? Hä? Cool. Jetzt warten Sie doch. Also, wie schlingelt. Sag mal, wollt ihr mir nicht im Labor unter die Arme greifen? Wenn ihr für Shinra arbeitet, habt ihr für den Rest eures Lebens ausgesucht. Die Mädels hier fallen mir die Augen aus dem Kopf. Wie es der Zufall so will, könnte ich ein paar Assistentinnen gerade sehr gut gebrauchen. Stellt euch doch vor, ihr könntet bei der Geburt eines neuen Helden helfen. Das wäre ja unglaublich. Wisst ihr, ein wahrer Held muss nicht nur durch seine Stärke, sondern auch seine Schönheit bestechen. Denn eine eindrucksvolle... Bist du ebenfalls dem Ruf gefolgt? Was soll das heißen? Du bist wohl noch nicht erwacht. Wie du sehen kannst, haben sich deine Brüder bereits alle artig hier eingefunden. Ah. Los, aufstellen! Okay! So. So. Schön. Hier. Gut, was denn? Was denn? Hey, was soll das werden? Tja, das werdet ihr in wenigen Augenblicken herausfinden. Vortrefflich! Eine Reunion in vollendeter Form! Ja, ja! Genau solche Organismen wollte ich immer untersuchen! Du Dreckschwein! Barret! Erst die anderen! Okay. Die machen einfach, was sie wollen.
Nicht mit mir. Gegangen. Herzlich willkommen zurück, liebste Aris. Ich rate euch zu Kooperation. Es ist wichtig, um von euch gehört zu werden. Im Gegensatz zu meinen Kollegen halte ich nicht viel von allen Märchen. Schön brav und komm auch in meine Arme.
ein neues. Das müssten alle sein. Dann kann ich ja endlich gehen. Das denkst du dir so. Komm ich ungelegen? Nein, danke. So wird das nichts, fürchte ich. Aber ich habe einen Plan. Verschaff mir Zeit. Hörst du? Schnell, keine Zeit von mir. Keinen Kampf. Los. Los geht's. Alles nur wegen mir? Hey! Mr. Sturmfrisur! Hä? Hier! Ich? Du willst helfen, oder? Oh. Kannst du... Hä? Zeit für den Höhepunkt! Ich plane nicht, noch mehr von meiner kostbaren Zeit an dich zu verschwenden. Komm! Verzieh dich! Jetzt wird abgerechnet. Ja. Eine Chance gewählt. Johnny! Nein, tu es nicht! Bitte was? Thank you.
verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht? Meine richtige Mutter, sie hieß Ifalna. Hojo hat sie eingesperrt und Experimente durchgeführt, weil sie eine Zetra war. Aus diesem Grund hasse ich ihn. Zutiefst. Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich male mir aus, wie er leidet. So sehr, dass ich selbst erschrecke. Sind doch bloß Gedanken. Und die tun keinem weh. Ist schon okay. Meinst du wirklich? Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aerys. Das ist früh genug. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Sollen wir? Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Hast schon recht. Ich zähl dann auf dich. Hörst du? Klar. Nicht dich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. Den heutigen Tag werde ich niemals vergessen. Hojo hat den Leuten hier alles verdorben. Obwohl, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Beim nächsten Mal muss ich ruhiger bleiben. Mach dir deshalb keine Vorwürfe. Jeder, der das gesehen hätte, hätte genauso gehandelt. Ja, beim nächsten Mal zerfleische ich ihn. Niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. Ja, ist viel passiert, was? Viel Gutes, aber auch Schlechtes, ja. Was ist mit dir, Cloud? Wünschst du dir manchmal, dass du das alles vergessen könntest? Sowas vergisst man nicht. Das brennt sich ein. Ja. So geht's mir auch. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Hab ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer.
Ich geb's ja nur ungern zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet. Während ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. An all dem ist allein Hojo schuld. Ja, den lassen wir auf keinen Fall damit durchkommen. Der kriegt was aufs Maul, aber sowas von. Oh, du willst schon zurück? Unserem Urlaub. Was? Zugegeben, lief nicht alles nach Plan, aber... Lasst uns zurück zum Hotel gehen. Zum einzigen Strandhotel der Welt, ohne Strand. Ich hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also, ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capone und das Hotel. Der hat mich voll verarscht. Und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capone gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er's mir erlassen. Alles! Oh, ist ja ein Ding. Meinen neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Hm? Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne, nicht wahr? Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Danke für alles. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Hab ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich. Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt. Ich wünsche eine gute Reise. Ninja in der Nacht. Mit schön und edelmütig zugleich. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Ich verrat's euch gern! Die unglaubliche Yuppie! Los. Oh, nicht so vorschnell! So kommst du mir nicht davon. Ich will ein Duell. Wenn ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen.
Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Hä? Du willst wirklich kämpfen? Also, ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so... Plan gescheitert. Taktischer Rückzug! Was hatte die denn? Warte mal! Ich hab's mir anders überlegt! Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Ah. Also gut. Wusste ich's doch! Wenn ihr es euch wirklich so sehr wünscht, will ich mal nicht so sein. Freut uns, Yuffie. Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutai zurück! Jetzt echt? Okay, geht klar. Yuppie Kisaragi! Stets zu euren Diensten! Also am besten stehe ich hier. Hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre... Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Hä? Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Yo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich's dir gesagt hab. Husch, husch. Na. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Hallo, ich bin hier wegen der Stellenausschreibung. Hä? Dich hab ich doch irgendwo schon mal gesehen. Was, mich? Jetzt dreht doch keinen Unsinn. Bleib weg von mir! Rühr mich nicht an! Okay, das letzte war ein bisschen übertrieben. Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut.
Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Oh, aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Bruder! Ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann! Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Also gut. Danke, Bruder! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da!